Ich habe den Schlaganfall am 17. Dezember 2015 gehabt, also eine Woche vor Weihnachten. Passiert ist das Ganze daheim bei uns. Ich bin ein Landwirt und ich bin mit dem PKW, mit dem Anhänger zurückgefahren und habe das Knackern verspürt, dass das steif ist. Und habe mir gedacht, geh, tu nicht so lob und habe da hintere gedrückt ein bisschen und dann hat es da so einen sulzigen Zt gemacht. Und dann war das da. Da bin ich zwei Tage bin ich immer im Bett gelegen. Da ist mir gar nicht so bewusst gekommen, dass ich nicht aufstehen und nicht gehen kann. Da ist mir gar nicht so geschossen. Erst wie dann die Therapeuten gekommen sind, am dritten Tag. Und dann gesagt haben, ich soll einmal aufstehen, vom Bett raus. Und dann habe ich gemerkt, ja, ich kann nicht mehr gehen. Und dann, ja, da fährst du schon in ein Loch rein. Da denkst du mal, wenn ich nicht mehr gehen kann. Und die linke Hand, alles, die linke Hand ist da so umeinander gefallen, dass ich gar nicht gewusst habe, wo es ist, dass ich oft die Frage gestellt habe, wo ist es? So in der oben irgend, also total weg, die Funktion. Ich habe es zwar riechen können, habe es aber nicht verspürt. Während der Behandlung bei euch da, habe ich mir mittendrin dann gedacht, ja, es wird eher schlechter. Nein, das wird schlechter, man hat immer die Angst in sich, da wird was schlechter, da wird es nicht besser. Man ist ängstlich, wenn man einen Schlaganfall gehabt hat. Und ich muss aber sagen, das war nur ein kurzes Gefühl von mir. Tatsache war, dass ich dann erfahren mit daheim bei der Haustür haben wir einen Tastendrücker, Tastatur, dass ich das Kino habe. Da hat man früher der Finger einfach, der Zeigefinger, so oft hingeschlagen. Ich wollte einmal hindrücken und er hat mir zwei, dreimal gleich so getan. Es geht. Ich bin sehr zufrieden mit meiner linken Hand. Sie wird immer noch besser. Und das Ganze hat auch dann erst eingesetzt, einen Monat nach der Therapie da. Dann ist das auf einmal, dass ich es gemerkt habe, ja, jetzt ist das. Das wird laufend besser. Es kommt was zurück. Das Leben in die linke Seite.